Okay, Leute, wir sind zurück in diesem wunderschönen Dorf, beziehungsweise am Kontrollpunkt. Und wir werden jetzt folgende Quest abschließen. Nicht das. Mal weg. Das auch nicht. Das machen wir. Jäger der Jadeit-Sphäre. Wir hatten ja in einem letzten Video mit zwei Personen gesprochen. Und zwar Person Nummer 1 ist der hier. Ofulf, er braucht die Sphäre, damit er es seinem Chef geben kann, ansonsten stirbt er. Danach haben wir die zweite Person. Das ist der Dude hier, der will auch die Sphäre haben, aber dieser Typ möchte Geld damit machen. Also heißt es, dass wir einen guten Menschen haben, einen bösen Menschen. Jetzt geht's weiter. Wir sollen hier einen, einen Gauner finden, der uns diese Sphäre besorgen kann. Hier haben wir einen Händler, der anscheinend diese Sphäre schon hier hat. Welcome, Sir. Contrary to the name, this little shop of me, if you think me a liar, then buy something and see the truth okay. For yourself. Besondere Fundanzeigen. Dann schauen wir mal, der hat vornehmen Beinkleider, brauchen wir nicht. Kaufen. Oh, der hat Splitter, kaufen wir auch. Und ein Fährstein. Eine sorgfältig gearbeitete Fälschung, obwohl sie dem echten Gegenstand stark ähnelt, hat sie nicht dessen Eigenschaften. Okay. Hier, Jadeit-Sphäre. Ein wunderschön geschliffenes, schillerndes Juwel. So wertvoll, dass es als Lösegeld für einen Adligen taugen würde. Das Ding kaufen wir. Wenn wir aber schon dabei sind, kaufen wir auch das Ding. Und die Biestrennmaske brauchen wir auch, aber das kommt später. So. Wir haben jetzt die Sphäre gekauft. Jetzt werden wir eine Fälschung der Jadeit-Sphäre in Auftrag geben. So, wo ist die Sphäre-Ding? Da ist das Ding. So, zack. So, Fälschung annehmen. Okay. Dann warten wir mal kurz. Im Kuriositenladen können Fälschungen angefertigt werden. Bring einfach den Gegenstand mit, von dem du ein Duplikat willst. Zahle die Gebühr und warte ein paar Tage, damit der Händler deinen Auftrag fertigstellen kann. Die Fälschung wird zwar identisch aussehen, aber nicht notwendigerweise die Funktion des echten Gegenstands teilen. Hin und wieder hat der Kuriositenladen eine Auswahl an besonderen Funden, die zum Verkauf stehen. Falls es einen Gegenstand gibt, den du verloren oder weggeworfen hast, nun aber zurück willst, verliere nicht den Mut, denn es besteht die Chance, dass er seinen Weg hierher gefunden hat, auf die Regale des Kuriositenladens. Hey! Dann warten wir mal kurz. Dann warten wir mal 2 Tage oder 3 Tage, je nachdem. Gehen wir mal hier schlafen. Kostet uns natürlich alles Gold. Denn wir werden auf jeden Fall die Fälschung annehmen und dann zeige ich euch, was wir damit machen werden. Rasten. Bis zum Morgen. Schlafen wir noch einen Tag am besten. Na servus, was geht schon? Oh, okay. Schon 6 Zyklopen. Sehr schön. Danke dafür. 2 Damen hoch. Nee, kann so bleiben. So, warten wir noch einen Tag. Was denn? Bis zum Morgen. Ich glaube, das reicht dann auch, oder? Okay. Nein! Wieso hatten wir eine Waffe in der Hand? Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Jagen die uns? Nee, okay. Oh, kurz Angst bekommen, Alter. Darauf hätte ich ja gar keinen Bock. So, der ist auf uns zugekommen. Schnell weg. Darf nicht zu uns kommen. Wir müssen erst den gefälschten Stein abholen. Sonst haben wir ein Problem. So, ja, mit dem gefälschten. Zack. Fälschung annehmen. Dankeschön. Dankeschön. So. So, jetzt. Vorsicht, Leute. Ihr müsst auf jeden Fall Geld haben. Ich glaube, 12.000 oder 15.000 braucht ihr. Jetzt sehen wir mit dem. Der bekommt einen falschen Stein.
So, zack. Before we discuss your reward, however, you see, in my line of work, trust is come. I trust. Follow my lead. So, jetzt gehen wir einmal mit ihm zu Ibrahim. Er soll dann sozusagen die Echtheit des Steines überprüfen. Wir werden aber Ibrahim, ja, wir bezahlen ihn, damit er uns dann aus der Patsche hilft. Somit werden wir beide Parteien glücklich machen. Kohle machen. Guck mal, die kommen mit dem Polizei. Would you be so kind as to examine this jadeite orb? Now I have a bit of business to attend to while he performs. So, in der Zwischenzeit reden wir mit ihm. What is it? The appraisal's not yet done. Gold geben. I must needs. What's this for then? Nochmal Gold geben. I shan't get you anywhere, I'm afraid. Sir Everard, nochmal Gold geben. A persistent one, aren't you? Gold, all well and good. Nochmal Gold geben. Fend. That's more than I can refuse. Da läuft es. So, jetzt warten wir hier kurz. Der müsste irgendwann kommen. Beziehungsweise wir können auch gleich loslaufen. Wenn er nicht kommen sollte. He ought to be finished by now. Come, let us go see. You have done your title proud, Arisen. This jadeite orb is indeed the genuine article. My partners shall be most relieved to hear of it. You have certainly earned your reward. I trust you will find it satisfactory, and I do hope you will permit me to call upon you again. So, wir haben 12.000 Gold erhalten und Ring der Niedertracht. So, jetzt gehen wir zur anderen Person und helfen. Sonst wird er sterben, der Arme. Hier bitte schön, mein Lieber. Ja, echt einen Stein geben. Bitte schön. Zack. Ich konnte dich doch nicht riskieren. So. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Und wir haben elitäre Lagerausstattung erhalten. Nice. So, die elitäre Lagerausstattung können wir direkt geben. Wo ist das Ding? Oh, Ring, schauen wir uns das mal an. Ein von Machterfüllung verursacht erhöhten Schaden, wenn Gegner von hinten angegriffen werden. Das hört sich richtig gut an. Werden wir benutzen. Das geben wir Willy Potter. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine bessere Ausrüstung. Wir haben einen Ring. Und wir sind zufrieden. Dann sind wir durch, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.